Mahabhadrasana, die großartige Stellung des Guten, ist eine fortgeschrittene Variation von Bhadrasana. Beschrieben wird es im Buch von Garota, Encyclopedia of Traditional Asanas. Gib die Fußsohlen zusammen und ziehe die Zehen nach oben. Und das ist Mahabhadrasana. Gib dabei die Handflächen hinter dem Rücken zusammen, Fingerspitzen nach oben, Hände also in Viparita Namaskara. Eine weitere Möglichkeit ist, gib die Fußsohlen zusammen und setze dich dann auf die Fersen, sodass die Fersen unter dem Damm sind, beziehungsweise unter dem Perineum. Und dann versuche so ruhig und zu sitzen und wenn du kannst, auch hier wieder die Hände in Viparita Namaskarasana, Namaskar, also die Hände hinter dem Rücken. Auch das ist dann Mahabhadrasana, eine fortgeschrittene Variation von Bhadrasana, auch genannt Bhadakonasana. Wenn es dir gefällt, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir. Danke.